fahren Sie auf die Schleuse langsam zu. Sollte die Schleusenampel auf Rot stehen, legen Sie bitte Ihr Schiff an die dafür vorgesehene Wartestelle. Meist ist diese beschrieben mit dem Schild Sportboot Wartestelle. Das Ende des Wartebereiches markiert ein rot umrahmtes Quadrat mit einem horizontalen schwarzen Strich in der Mitte. Bitte achten Sie darauf, dass Sie dieses Schild nicht überfahren, bevor die Ampel grün ist. Ausfahrende Schiffe aus der Schleuse haben immer Vorfahrt. Bitte sprechen Sie sich vor der Einfahrt in die Schleuse mit Ihrer Crew ab, auf welcher Seite der Schleusenwand Sie Ihr Boot festmachen möchten. Besetzen Sie die Festmacherleinen auf dem Vordeck und auf dem Achterdeck je mit einer Person. Fahren Sie in die Schleuse immer langsam ein. Rechts und links an der Schleusenkammer sehen Sie nun eine gelbe Markierung. Überfahren Sie diese Markierung bitte nicht mit dem Bug Ihres Schiffes. Legen Sie die Festmacherleine um die dafür vorgesehenen Stäbe oder Poller und führen Sie die Leine zurück zur Klampe. Befestigen Sie das Boot niemals fest mit der Schleusenwand. Das heißt, belegen Sie die Klampe nie. Ganz wichtig, sollten Sie die Klampe belegen, wird sich das Schiff beim Absenken der Schleuse an Ihrer Klampe aufhängen. Deswegen ist es extrem wichtig, diese Klampe nie in einer Schleuse fest zu belegen. Bitte achten Sie darauf, dass auch am Heck die Klampe besetzt ist und das Schiff genau wie am Bug festgemacht ist. Stellen Sie sicher, dass der Motor des Schiffes ausgeschaltet ist. Verlassen Sie die Schleuse nicht, bevor die Ampel nicht auf grün geschaltet hat. Nun lösen Sie den Festmacher und drücken sich leicht von der Schleusenwand ab. Verlassen Sie den Wartebereich auf der anderen Seite der Schleuse bitte zügig.